Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viele von euch wissen, dass es mir extrem schwer fällt, im Alltag alles unter einen Hut zu bekommen. Egal, ob es die Familie ist, der Job, Biken gehen, Videos schneiden, was auch immer. Irgendwie viel zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Umso cooler ist es, dass wir uns in diesem Jahr dazu entschieden haben, einen Ganzjahresplatz für unseren Wohnwagen zu holen, und zwar im Sauerland. Das wiederum bedeutet für mich viel intensive Zeit mit der Familie verbringen, dem Alltagsstress entfliehen und coole Bike-Spots direkt in der Nähe zu haben. An diesem Tag wollte ich einem Kumpel von mir, und zwar dem Thomas, welcher noch blutiger Anfänger ist, den Bikepark Olpe zeigen. Und ich glaube, ihr wisst, was es bedeutet, wenn ich nach Olpe fahre. Nein! Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Alles gut? Sehr schön. Und hier oben an der Kuppe einmal in die Pedale treten, die Stange zu dir ziehen und hinten rausziehen. So, jetzt in die Pedale. Jawohl. Gut, geil. Erster Erfolg. Aber es erschießt dich nicht. Okay, er hat gesagt, halt's Maul. Jawohl. Oh, Digga! Alter! Zieh dir direkt den Double! Junge! Alter! Alter, wie bist denn du drauf? Alter, ich hab gedacht, du bist viel zu langsam für dieses kleine Gap. Alter, springt der über das Gap drüber. Ich hätte jetzt echt gedacht, du bleibst jetzt schon hängen. Prinzipiell muss ich gestehen, dass es nicht klug ist, als Anfänger Sprünge mit Gaps zu springen. Allerdings muss ich auch ehrlich dazu sagen, dass ich erstaunt darüber bin, wie er das Ganze so gemeistert hat. Aber über das richtige Greifen des Lenkers müssen wir dann doch nochmal sprechen. Ach ja, und entschuldigt bitte die starken Windgeräusche, es war echt brutals windig an diesem Tag und dass die Soundqualität der Insta360 nicht die beste ist, ist ja auch bekannt. Und wie gesagt, nach der Linkskurve kommt so ein Holzding. Fahr da rechts dran vorbei. Ich roll jetzt auch nur drüber. Ja, okay.
Digga, wie soll ich nach unten kommen? Einfach Arsch nach hinten. Ah! 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 Sehr gut. Geht so. So, jetzt kommt hier ein Sprungholzer einfach drüber. Ein bisschen scheiße gesprungen. Mir war bewusst, dass es ein ruhiger Tag wird, da ich Thomas alles in Ruhe erstmal zeigen wollte. Aber klar war auch, dass ich dennoch den ein oder anderen Sprung gerne mitnehmen möchte. Dass sein erster Tag im Bikepark aber so schnell und auf diese Weise beendet wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, das war knapp. Ich hätte länger, schneller sein müssen. Ja. Feierabend. Ach, Lava. Ohne Scheiß ist gebrochen. Das Felge ist gebrochen? Ja. Da. Boah, du bist am besten. Mein erstes Mal Bike fahren. Du versaust es, weil du so dumm bist, Alter. Ja, ist halt so, gehört dazu, ja. Ja, komm, ich schieb hoch. Ich weiß, dass das Video weit von dem weg ist, was ich euch eigentlich auf diesem Kanal bieten möchte. Allerdings fand ich es interessant, einmal zu zeigen, wie ein wirklich blutiger Anfänger das Ganze meistert. Ebenso gehören genau solche Situationen zu diesem Sport dazu und genau das sollte auch gleichzeitig gezeigt werden und nicht immer nur die positiven geilen Sachen. Auch wenn wir nicht allzu lange dort waren, denke ich trotzdem, dass hier gut gezeigt wurde, dass selbst Anfänger ihren Spaß in diesem Park haben können. Die Felge wird natürlich schnell repariert und schon bald soll es für mich in Winterberg auf die neuen Streckenabschnitte gehen. Lasst mich gerne in den Kommentaren einmal wissen, ob euch so etwas auch schon einmal passiert ist. Abonniert den Kanal und seid beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Biken. Liebe Grüße gehen raus. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.